Geiz. Das nennen wir mal Skill. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tanky Online Let's Play. Wie viele bestimmt schon gemerkt haben, habe ich meinen Ingame-Name geändert. Und zwar ist der geheim. Und ich habe uns mal eine nette Schlacht rausgesucht. Da gehen wir jetzt einfach mal rein und gucken, was es so zu machen gibt. Jetzt habe ich gar keinen Sound mehr. Was machen wir denn jetzt? Mein Sound ist weg. Ich bin darauf gekommen. Meine Güte. Nein, ich bin nicht geschrumpft. Ich habe mir einen neuen Account für Let's Plays erstellt. Und zwar handelt sich es bei diesem Account um frommi.lp. Auf diesem Account werde ich jetzt demnächst die ganzen Let's Plays und ähnliches hochladen. Ganz schön träge, dieser Hornet. Oh. Nein. Tot. Ich habe hier die Donner M1 mit dem Hornet M0 und kill jetzt versuche es. Sagen wir mal nichts dazu. Ich muss mal abhauen hier. Geht doch. Tot. Ich habe die Donner M1 und den Hornet M0. Viele werden sich jetzt bestimmt fragen, Donner M1, wie geht denn das in diesem Level? Ganz einfach, ich habe mir ein Set gekauft. Das Kanonen-Set M1 war es diesmal. Und damit werde ich jetzt auch herumfahren. Ich weiß nicht, ob Will M1 sich mehr lohnt, aber ich bevorzuge Donner, die macht schon Schaden in diesem Level noch. M1 vor allem. Oh, voll daneben geballert. Pure Skill. Warum habe ich meinen Hauptkanal umbenannt? Hauptaccount umbenannt. Ja, das Ganze hängt damit zusammen. Ich habe ja einen Clan eröffnet. Und ich wollte einen Namen, der mehr zum Image passt. Eigentlich wollte ich meinen kleinen Account Frommi nennen. Doch leider Gottes wurde mir der Name geklaut anscheinend. Der Tanky Online Support schreibt mir, dass der Name auf dem englischen auf den chinesischen Server registriert ist. Da hat sich mir aber die Frage gestellt, wie kann man meinen Namen klauen, wenn ich 30 Sekunden danach versucht habe, einen Frommi zu erstellen. Aber das Tanky Online Team hat mir danach geschrieben, nachdem ich diese Vermutung da aufgestellt habe, dass es nicht geht, dass sie nachhaken werden und versuchen werden, oder mehr gucken werden, was da los ist. Noch habe ich nicht in mein E-Mail-Fach geguckt, aber es erfolgt alles noch. Ja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Das Dwax-Update ist raus. Jetzt kann man nicht mehr sinnlos durch die Gegend wagen, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Und die Dwax-Anzeige ist unten in der Mitte reingequetscht. Nicht reingequetscht, sie sitzt eigentlich recht locker. Und ja, diesen Account hier werde ich jetzt bis Gene hochspielen. Und so viele Let's Plays wie möglich machen. Oh, das war knapp. So viele Let's Plays wie möglich. Guck nicht so. Machen damit. Tot. Welchen Sinn hat das eigentlich? Ja, ich wollte. Warum stelle ich mir selbst Fragen? Denn es hat eigentlich nur den Sinn, dass ich einfach mal
euch zeigen will, dass man auch im kleinen Level spielen kann und nicht immer alles unbedingt im 3 haben muss, weil ich habe ja viele Abonnenten, die sind in diesem Level und ja, was soll man sagen? Tot. Nein. Man kann in den Level spielen und vor allem nach dem neuen Wachs-Update ist alles viel lockerer, alles viel einfacher. Und um manche Fragen zu beantworten von Abonnenten oder Leuten in diesem Rang, es lohnt sich echt ein paar Sets zu kaufen, bevor das Set-Update kommt, weil diese Sets helfen euch unheimlich und geben sogar noch ein paar Drugs mit. Also sagen wir mal so, das Ganze lohnt sich sehr, wenn man denn bereit ist, mal 20, 30 Euro zu investieren. Also ich sag mir selbst, es ist das wert und macht auch ein bisschen Spaß. Bisschen Spaß, ja. Ja, was mache ich da? Das war alles geplant. Ja, was gibt's noch? Was gibt's noch? Eigentlich nichts. Doch, der Server. Ach ne, den habe ich schon erwähnt im letzten. Oder ja, den habe ich schon erwähnt. Die Hauptsache war eigentlich dieser neue Account hier. Im Low-Tier-Bereich. Im Low-Level-Bereich. Mit dem ich unheimlich viel Spaß habe, weil ich einfach viele Möglichkeiten habe, die ich im hohen Level nicht mehr habe. Zum Beispiel habe ich hier Kristalle sammeln oder was mache ich hier? Oder halt Punkte sammeln bis zum nächsten Level up. Macht ein Level up in diesem Level auch so viel Spaß wie ein Level up im normalen Account, nur dass es hier halt schneller geht. Also alle, die in den Level sind und sich sagen, das macht keinen Spaß, versucht es einfach mal, investiert, wenn möglich, mal 2, 3, 4, 5 Euro, kauft euch ein paar Drugs und spielt einfach taktisch, das heißt, verschwendet die Drugs nicht. Ihr müsst einfach nur Standard-Fahrlinien haben, wo ihr gut killen könnt, aber euch keiner killt. Aua, was war das denn bitte schön? Sehe ich aus wie ein Gegner? Was machst du denn da? Voll daneben geballert. Vor allem Weitstreckenwaffen machen im kleinen Level sehr viel Spaß, weil sie enorm Schaden machen. Donner ist ja jetzt nur eine Mittelstreckenwaffe, aber auch die kann auf weite Distanz gut was weghauen. Und die Schlacht ist ja gleich schon vorbei. Meine Güte, habe ich so viel gequatscht. Dazu kann man eigentlich noch sagen, wer meinen Clan kennt, wer schon von gehört hat, habt ihr bestimmt schon, der weiß auch, wie mein neuer Name ist. Aber ich bitte euch, kein Ansturm von Freundschaftsanfragen. Ich werde den Namen nicht selbst erwähnen. Es ist schon Eigenforschung angesagt. Die bisschen Mühe sollte man sich noch machen. Tot. Das Gute an Donner ist ja auch, man muss nie direkt treffen. Macht auch so gut Schaden. Was macht er denn da? Tja, runter kommst du nicht. Donner M3 habe ich jetzt außerdem auch auf dem Hauptaccount. Und unverbessert macht ihn nicht so viel Spaß. Fall um. Ich treffe nicht mal. Tot. Also Donner M1 schafft ein Hornet M0 unverbessert schon in One-Hit, muss ich sagen, finde ich. Hat man ja gerade gesehen. Der hier hat jetzt nun Doppelschutz. Jetzt wäre ich belästigt von so einem Ding da. Komm runter von mir, stirb. Meine Güte. Ist ja nicht normal, dieses Ungeziefer. Noch in der Luft getroffen. Oh, da ist ein kleiner Schafter. Das Lustige ist, die Leute sind viel höher als ich und ich reiße mehr Kills hier auf. Wie lange habe ich jetzt aufgenommen? 9 Minuten, wir hängen noch eine Runde ran. Autsch. Guter Start, guter Start. War alles so geplant.
So wie immer. So muss es sein. So. Warum baller ich auf meinen eigenen Team-Dings? Warum habe ich eigentlich jetzt eben Punkte zugeschrieben bekommen fürs Nichtstun? Ich habe nicht mal jemanden getroffen. One hit. Oh, da komme ich nicht an, da hinten, da ist ein Dings zwischen. Ist unten jemand? Ich versuche mal skillvoll runterzugehen. Ui, ui. Ey, es klappt sogar. Diktator liegt auf dem Rücken. Ich fahre mit Vollvakuum her. Womit man Leute selten sieht nach einem neuen Update. Ey, es war meiner. Warum killen die mir alle? Killen die mir alle die Klaus? Warum klauen die mir alle die Girls? Selbstvernichtungs-Dup. So. Doppelschutz. Doppelangriff. Doppelgeschwindigkeit. Klingt komisch. Ah, die neuen kann man ja kaum noch Atom oder Nitro nennen. Das ist ja einfach nur ein Pfeil mit Geschwindigkeit und ein Explosionszeichen. Boah, ich habe voll getroffen, aber der ist auch voll skill voll gefahren. Was mir auffällt, ist, dass in diesem Level sehr viele Lagger sind. Die haben alle wohl nur Bambusleitung. Wie Nivea jetzt sagen würde. Damit meine ich auch den Herr 123 gibt mit E 123. Der hatte auch eine Zeit lang eine extreme Leckleitung, weil er in Ägypten war, wie sein Name schon sagt. Ägypten. Hallo. Ach du meine Güte, wo kam der denn her? Ja, Gegner, wo bist du? Ich habe mit dem Account sogar schon 2 Goldboxen gehabt. Und die 2 waren sogar auf dem deutschen Server. Meine Güte, fangen Noobs an zu flamen, weil er eine Goldbox hat. Ach du meine Kacke. Autsch. Autsch. Ich habe mich selbst zerstört. Das war sehr geplant, ja. Aber auch keine gute Idee, mit Donner M1 sowas zu machen. Den einen habe ich im Flug gekillt, der wollte gerade noch so rüberspringen. Perfekte Landung. Ui, da ist einer. Tot. Wo ballert der denn hin? Knuddeln. Nein, da ist ein Loch, pass auf. Tot. 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 Okay. Tot. Das ist zu einfach, meine Güte. Jetzt macht es gerade keinen Spaß, weil hier keine Action ist. Darum spiele ich eigentlich öfters CTF, weil da einfach mehr Abwechslung ist. Das war ein Double Kill. Darum liebe ich Donner. Der wurde mir geklaut. Nee, das ist vernichtet, glaube ich. Ich glaube, es war ein Fehler, runterzugehen. Hier ist ja gar nichts los. Hier kann man ja nur stehen und warten. Tot. 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 Donner M1 ist echt krass in diesem Level. Aber sowas von krass in diesem Level. Oh, da hinten liegt ja einer. Tot. Tot. Hier passiert nichts. Das ist langweilig. Für mich. Ich fahre hoch. Mit einem aufgesammelten Nitro, damit ich keinen Cooldown auslöse und gleich wieder Atom.
Doppelangriff nutzen kann. Ja. Langweilig. Ui, da unten steht einer. Ja, Treffen wäre angebracht. Autsch, ah, jetzt bin ich voll gegen Kopfhörer. Von hier oben zu killen ist gar nicht so leicht. Hier macht man ja kaum noch Schaden da unten. Na, obwohl, der ging schnell weg. Na, verreckst du auch noch? Yay, nach 6, 4, 5, 8, 100, 200 Schüssen ist der tot. Und ich habe 20 Kills bei einer angeschlagenen Rate von 3. Das ist für meine Verhältnisse, finde ich, ziemlich gut. Auch wenn es eigentlich nur Noob-Bashen ist. Aber hier sieht man auch ziemlich, dass die Gegner lecken. Einige zumindest. Der hier explodiert sofort, die anderen explodieren verzögert. Dieses verzögert explodieren ist immer so ein Zeichen von... Ups, das war Skill. Von Lag. Oh, scheiße. Hätte ja klappen können. 9, 4 Tote. Ja, helf mir nicht. Wir haben ja noch 5 Gegner, meine Güte, was ist hier los? Tot. Nicht ins Loch, nicht ins Loch, nicht ins... Puh. Doppelangriff. Was willst du von mir? Tot. Die sehen ja alle voll noobig aus. Haben ja alle nur M0. Oder M1. Und nein, ist ja auch aus wie ein Noob. Oh, voll daneben. Ich habe so lange kein Donner mit Hornet mehr kombiniert gespielt. Ey, es ist so lange her. Zuletzt vor der Rebalance. Und der alten Grafik noch, also in der alten Grafik noch. Also die ganz alte Grafik, nicht jetzt diese paar Boxen, die überarbeitet wurden. Oh Gott, Treffen. Treffen ist auch so ein Ding, was wiederum sehr schwer ist. Für mich. Einfach mal wieder hochfahren. Und gucken, was es da zu tun gibt. Unten traut sich keiner hin. Wir sammeln alle oben Kristalle und wenn keiner runtergeht, kommen auch keine Kristalle. Also Logik ist kaputt. Donner M0. Die hatte ich auch noch. Tot. Habe ich den jetzt getroffen? Nein, ich habe vorbeigeballert. Tot. Boah, meine Güte. Boah, eigentlich nicht ganz. Doch. Haha, getroffen. Das sah aus. Tot. So. Ey, das sind ja alles voll die Noobs hier im Team. Viele würden jetzt sagen Noob-Bashen, aber ich möchte einfach mal was Neues von ganz unten hochziehen. Das heißt, ich werde diesen Account weiterspielen, weiter leveln und dann ist er auch irgendwann mal Generalissimus. Oder wie das Ding heißt, Generalissimus, Generalis. Alle haben hier Donner. Habe ich was verpasst? Ist euer neue Trend hier? Ich gehe mal hoch.
wie lange nehme ich auf? Die Aufnahme wird exakt meine Aufnahmelänge. 25 Minuten. Da ist ein Wähler. Der lecker. Der ist lecker. Sturb. Irgendwo da ist ein Schacht hinter mir. Und vor mir. Ey, was machen die ganzen Schäfte hier? Schäfte. 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 Und ich frage mich, warum unten nichts los ist. Ist doch klar. Bei dem ganzen Schaftandrang hier. Skillvoll nach unten. Und es hat sogar meine Güte. Oh. Mit aus letzter Kraft. Dann war der Schuss zu sehen. Und geschafft. So, das Gefecht gleich zu Ende ist, würde ich euch Abonnenten jetzt gerne mal fragen, wie ihr dieses Format findet, ob ihr lieber die Videos vom Hauptkanal haben wollt oder ob ich dieses Projekt fortführen soll. Ich tue das, was ihr wollt im nächsten Video oder schreibt halt, was ihr wollt, ob Abwechslung, nur dieser Account oder nur der andere Account. Und ich rede schon wieder total verbundenes Zeug. Also nochmal zusammengefasst. Erstens, ihr schreibt in die Kommentare, was ihr wollt, ob Dings hier, nur dieser Account, ob im Wechsel oder ob nur der große Account. Und dazu habe ich noch eine wichtige Information an meine treuen Abonnenten. Und zwar sollte ich bis zum Dezember, also bis zum Ende Dezember, noch 2000 Abonnenten bekommen, so lade ich viel häufiger Videos hoch wie bisher. Das heißt, dann kommen viel mehr Videos. Das heißt für euch jetzt, drückt den Teil-Button, teilt den Link, gebt ihn Freunde, sagt, sie sollen sich anschauen, sagt, das ist ein cooler Let's Player, abonniert ihn und treibt es voran. Mir ist es sehr wichtig, mehr Leute zu erreichen, um auch mal Wichtiges über das Spiel zu erzählen, zu verbreiten und daneben zu schießen. Und schreibt einfach in die Kommentare, was ich verbessern kann, was euch noch fehlt, was ihr gerne haben würdet, diskutiert drüber, wie ihr das neue Update findet, was ihr dazu meint. Meine Meinung zu dem neuen Update ist, dass ich es echt genial finde, weil man jetzt nicht mehr dauernd warten kann und als Strategie jetzt viel mehr reißen kann. Also nicht nur auf diesen Level jetzt bezogen, auch im hohen Level kann man viel mehr reißen, wenn man einfach mal seine Höhen einschaltet. Also liegt an euch, was ihr wollt. Schreibt es in die Kommentare. Nee. Das war jetzt irgendwie falsch. Liegt an euch, was ihr schreibt. Schreibt einfach das, was euch im Kopf kommt, aber am besten keine Beleidigungen. Und auch am besten keine Schimpfworte, weil das kommt immer nicht so sehr sozial rüber. Und da denke ich meistens auch, oh Gott, das lese ich gar nicht erst. Also schreibt die Meinung da rein. Mit Glück kommt deine Meinung in dem nächsten Video. Also wird dort erwähnt. Was mache ich denn hier? Nein, das schaffe ich doch nicht. Mann, ich bin ein Vollidiot. Fast 500 Punkte wieder gemacht. Das geht so fix in diesen Leveln. Mit mehr Spielern wäre es noch ein paar gegangen. Schade, dass es nicht so viele waren, aber ab geht's. Das nennen wir mal Skill. Bam. Warum bewegt er jetzt seine Ketten? Ist er bescheuert? Du kannst nicht mehr fahren. Du liegst auf dem Rücken, du Vollidiot. Hallo. Diese Spannung. Oh, er bewegt sich. Und hier sehen sie... Nein. Schade. Also das war's meinerseits mit dem dieswöchigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und
Na, feiert schon den Tag der Deutschen Einheit, ist schlecht zu sagen, aber einen schönen Feiertag außerhalb von der Schule, in Deutschland zumindestens. Denn vor 24 Jahren war die Deutsche Einheit und ja, Donner, hier Whale M1, Donner M1, Smoky M1, Twins M1, Firebird M1. Twins M1 ist sehr gut, Smoky M1 habe ich noch nicht getestet, Whale M1 schätze ich auch mal gut ein. Die Smoky M1 habe ich eben noch nicht getestet, habe ich schon gesagt. Donner M1 ist sehr gut. Also das war's meinerseits. Schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr wie verbessern wollt, ob ihr neue Dings hier, neue, ob ihr das neue Advox-System gut findet oder ob oder in welchem Format ich meine Let's Plays machen soll. Das war's von mir, euer Frommi.lp.